Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift vielleicht schon gelesen habt, gibt es heute wieder ein Unboxing und zwar von der Lookfantastic Box für den Monat Februar. Ich habe auch gerade schon ein Unboxing zu dieser Box hier auch gedreht und zur letzten Glossy Box, also zur Januar Glossy Box. Und ja, aber ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Lookfantastic Box und schauen mal rein, was sich hier drin so versteckt. Als erstes haben wir hier wieder die englische Ausgabe der Zeitschrift Elle. Also hier sind auch sehr, sehr viele Modebilder drin. Also die haben eigentlich wirklich viel zum Anschauen, also jetzt wenig zum Lesen. Aber es sind sehr, sehr schöne Sachen mit dabei. Auch hier einfach mal so ein paar Make-up-Looks. Auch sehr, sehr schön. Und ja, da blätter ich auf jeden Fall noch in Ruhe durch. Hier sehe ich auch gerade drinnen wieder einen schönen Spruch, und zwar von May Raquet. Doing something with soul, creativity or love. Genau. Also ich finde auch allgemein dieses Boxendesign sehr, sehr schön gemacht mit diesem Rot und diesem goldenen Streifen und hier innen drinnen nochmal diese goldene Schrift. Das sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir richtig gut. Und hier haben wir wieder das Magazin und den Inhalt. Und auch hier, es sind wieder sehr, sehr kleine Produkte. Also man sieht nicht viel in dieser Box. Ich muss das sagen, also jetzt auf den ersten Blick und wenn ich die andere Box vergleiche, wenn ihr das Video dazu verpasst habt, dann klickt doch hier oben rein. Ich verlinke euch das noch. Aber generell, die letzte Box und auch diese Box, so vom ersten Blick aus, ist es jetzt nicht so, dass man sagt, wow, sondern eher so, schauen wir mal, was sich hier genau versteckt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit diesem kleinen Teilchen. Und zwar ist es von Bella Pierre ein Shimmer Roll, ein Shimmer Roll in der Farbe Champagne. Für Eyes, Body, Face, ja, und das hat hier so einen kleinen runden Applikator. Okay, das quietscht. Aus diesem Applikator kommt jetzt ein Puder. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das kann man sich jetzt hier aufgeben und es hat einen sehr, sehr schönen, goldigen Schimmer. Ja. Mit so kleinen Glitzerpartikeln drin. Ich glaube, ich werde euch das gleich noch mal in einer Aufnahme abfilmen. Ja. Ist jetzt an sich kein Produkt, was ich mir jetzt kaufen würde. Mal schauen, ob ich es verwenden kann. Aber es ist halt schon sehr, sehr loses Puder. Also wenn man sich das hier vielleicht aufgibt, ich glaube, das hat man dann im ganzen Gesicht. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig mitarbeiten. Dann haben wir hier so ein Typchen, und zwar von Elemis. Sagt mir überhaupt nichts. Pro Kollagen Marine Creme Anti-Wrinkle Day Cream Anti-Aging. Sieht so aus. Die ist auch noch verschlossen. Würde ich jetzt auch erstmal verschlossen lassen. Genau. Dann haben wir hier von Dr. Parpar Original Balm. Multipurpose Smoothing Balm with Natural Parpar. For Lips, Skin, Cuticles and Beauty Finishing Fragrance Free. For Lips, Skin and Hair. Sieht so aus. Sehr interessant. Hat auch hier so einen kleinen Applikator. Ist auch eine sehr, sehr feste Creme. Hat
keinen Geruch und fühlt sich sehr geschmeidig auf der Haut an. Also ich glaube, das werde ich einfach hier für meine Lippen verwenden, zur Lippenpflege. Ja, fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja, werde ich auf jeden Fall für die Lippen ausprobieren. Dann haben wir hier von Caudalie ein Produkt drin, und zwar Venus Source Serum. Für morgens und abends auf Gesicht und Neck, bevor normalen Tagespflege. So sieht das Ganze aus. Ja. Eine sehr dünne Creme, die so ein bisschen weißlich ist. So sieht das Ganze aus. Und ist sehr, sehr flüssig. Und der eine Tropfen hat jetzt für den ganzen Handrücken gereicht. Hat einen ganz, ganz leichten, so ein bisschen kräutrigen Duft. Werde ich auf jeden Fall auch gerne ausprobieren. Dann haben wir hier von Laboratix Filorga Paris eine Mesomask, Smoothing Radiance Mask, glättende Maske für mehr Ausstrahlung, also einfach fürs Gesicht. Hat jetzt auch an sich keinen Duft, werde ich aber auch auf jeden Fall ausprobieren. So wie alles aus der Box. Dann haben wir hier noch von Trifle Cosmetics. Die Marke sagt mir in der Tat was, weil wir die hatten wir schon mal in einer Glossy Box drin, ne? So ein Lippenstift. Und zwar ist es ein Sugar Pure Sublime Lip Scrub. Genau. Das sieht so aus. Oh, das riecht gut. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Menge raus. Das ist so orange. Das riecht richtig lecker. Also ich kann gar nicht sagen, also so nach Vanillekeks, glaube ich. Ja, also ich würde jetzt so sagen, so vanillekeksig. Hat sehr feine Zuckerkristalle drin, womit man aber auch gut peelen kann. Oh, das riecht so lecker, Leute. Ja, also das riecht richtig, richtig gut und hinterlässt dann gleich auf der Haut so ein pflegendes, weiches Gefühl, also richtig schön. Doch, gefällt mir gut. Jetzt schauen wir mal in das Heftchen nochmal rein, was hier dabei steht. Also hier stehen ja keine Preise drin bei den Produkten und ich denke, das ist auch alles Probiergrößen sein werden. Also außer vielleicht dieser Bella Pierre Shimmer Roll, das könnte vielleicht eine Originalgröße sein oder auch dieser Dr. Pau-Pau einfach als Lippenpflege. Aber generell denke ich, dass es hier Probegrößen sind. Genau, und diese Creme hier steht jetzt hier auch dabei, soll sehr feuchtigkeitsspendend sein, eine leichte Formel haben. Anti-Aging praktisch machen, Pro-Kollagen, reduziert tiefe Falten nach 14 Tagen Anwendung. Also soll diese Creme machen. Ob sie es wirklich macht, ist die andere Frage, aber ich werde sie auf jeden Fall mal zwischendrin testen. Dann auch wieder interessant, einfach so ein paar Tipps für Gesichtsöle. Wo welches Öl, also reines Öl wie Jojoba, Rosenöl, Arganöl helfen soll und für was, ist auch immer sehr, sehr interessant, sowas. Und also die nächste Box, Beauty Empowered. Our March Box will be powerful and colorful in a unique limited edition design. Okay, also ist auf jeden Fall ein universelles, limitiertes Edition. Genau, also wir feiern Beauty Heroes und Multimasking Produce als absolutes Must-Have in der nächsten Box.
Dann ist dieses Produkt, was hier abgebildet ist, auf jeden Fall in der nächsten Box. Da bin ich ja auch mal sehr gespannt drauf, ob das in der vollen Größe hier drin ist oder nur in der Probegröße. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, ich würde sagen, das war es jetzt dann auch schon wieder mit der Box. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!